Florian Wirtz ist als 97er-Karte zusammen mit dem zweiten Schreibegeschichte-Team in FC24 rausgekommen. Deshalb ballern wir heute mal wieder auf einem neuen Account in nur einer Stunde 300 Euro in FC-Points und schauen, was dabei rauskommt. Und damit willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht schon, ich bin mal wieder hier auf einem neuen Account am Start. 36.000 Points sind auf der Uhr, das Team und auch der Verein leer. Und das Einzige, was wir bekommen haben, ist das Abwehrspieler-Pack. Allerdings werde ich heute wieder ein Zeitlimit von nur einer Stunde haben und wir schauen, was ich innerhalb dieser einen Stunde erledigt bekomme. Also quasi heute mal wieder Account-Battle-Training, bloß mit mehr Points. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum. Der Timer ist gestellt. 3, 2, 1 und ab dafür. Fußball wird diese Woche dann auch wieder gespielt, zusammen mit Julian. Ihr wisst natürlich Bescheid, wie es läuft. Account-Battle wird auch kommen, aber jetzt geht's hier rein in die Geschichte. Eine Stunde und wir versuchen, das bestmögliche Team rauszuholen. Das teuerste Team natürlich. Wir haben hier einiges an Promo-Packs am Start. Und da werden wir unsere ganzen Points reinballern. Ich habe mir das noch gar nicht so großartig angeschaut. Ansonsten gibt es, glaube ich, gerade keine Lightning-Rounds. Das ist aber auch relativ egal. Wir haben wirklich mehr als genug starke Packs am Start. Und wir haben auch einiges an SBCs zu erledigen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir fangen erstmal ein bisschen low an und steigern uns nach und nach. Wir testen einfach mal das Pack für 100 Points. Kann das? Was ist die Frage? Bei mir zumindest nicht. Ansonsten, es ist nicht das beste Pack. Es ist nicht das beste Pack. Braucht man sich nicht schönreden. Den Cavarral, den wir hier als Leihkarte gezogen haben, wow, den hätte ich gerne als Tradable-Variante. Ihr seht schon, der kostet über 1 Million Coins. Ich finde das zweite Make-Your-Mark-Team, glaube ich, wirklich besser als das erste. Da sind ein paar richtig coole Karten mit dabei. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was für Karten wir heute ziehen werden. Wir werden mit Sicherheit welche ziehen. Das steht außer Frage. Es ist bloß die Frage, was für Karten wir ziehen werden. Wow, dieser Danso von Österreich, auch eine richtige Brecherkarte. Aber wir wollen keine Leihspieler in unserem Team heute nach einer Stunde haben. Deswegen weg damit. Schreibt mir die Kommentare, Freunde. Wer wird Europameister, nachdem ihr jetzt die ersten zwei Spieltage ungefähr gesehen habt? Also ich bin da richtig guter Dinge, muss ich sagen, dass es Deutschland werden könnte. Die spielen wirklich einen unfassbar starken Fußball. Zugabe Profi bei Wundertüte, aber nur bis 28.03. Nee, Digga. Auf gar keinen Fall, oder? Warte mal. Da sind keine... Nee, das machen wir auf keinen Fall. Das ist ja wirklich riesiger Quatsch. Dann lieber das 10x87 plus und 35x82 plus für 1000 Points. Das würde ich dann eher mal testen. Und da ist sie, die erste Make Your Mark Karte. Es sind sogar zwei, weil das ist eine aus der Copa America. Sosa, kann das sein? Ja, richtig. Krass, dass ich das wusste. Und alter, Joao Neves, der sieht auch sehr, sehr stabil aus. Bis aufs Schießen und Physis, fast alle Stats über 90. Nehme ich mit. Die Frage ist, kostet der Mann was? Untrade Joao Neves, Costa Quanta, Richtung 200.000 Münzen sogar. Ich würde fast sagen, wir haben tatsächlich schon die erste Karte für unser Team gesichert. Weil den Preis werde ich mit Sicherheit noch toppen. Gar keine Frage. Aber so schnell mit Sicherheit nicht. Und jetzt haben wir hier auch richtig viele Walkouts, mit denen wir dann natürlich auch einiges an Packs abschließen können. Eine Stunde mit 300 Euro und Points ist immer sehr, sehr knackig und sehr, sehr stressig, aber ich kriege das hin. Deswegen muss ich jetzt hier auch eine 82er Karte abstoßen. Ich kann hier nicht absolut jedes Duplikat mitnehmen. Und das Pack war definitiv gut, deswegen ich ziehe es nochmal. Für weitere 1000 Points... Ich hätte es nicht sagen dürfen. Jetzt ziehen wir nur eine Goldkarte. Was ist das denn? Bruno Fernandes. Den hatten wir eben schon aus dem 100-Points-Pack. Dahinter ist natürlich noch einer. Und ich hoffe auch noch eine Menge mehr Walkouts. Klar, es ist auch ein 10x87+. Aber das war jetzt nicht unbedingt das beste Pack der FC24-Geschichte. Aber wir haben ja auch noch einiges vor uns. Haben jetzt aber auch schon die ersten Duplikate. Und Freunde, mit den ganzen Duplikaten werden wir reingehen in die ein oder andere Spieler-SBC. Ich versuche heute mal nicht über den Gamble-Content die besten Karten zu bekommen, weil da wird man sowieso meistens hops genommen. Wir versuchen heute mal wirklich ein richtig nices Team aufzubauen, indem wir hier auch ein paar Spieler-SBCs abschließen, weil da gibt es wirklich sehr, sehr nice. Zum Beispiel Arda Güler mit einem 95er-Rating gefällt mir der zum Beispiel direkt richtig gut. Oder auch ein Mickey van de Ven sieht unfassbar stark aus. Ich sehe gerade bloß, man braucht bei sehr vielen auch noch Team of the Season oder Team of the Week-Karten, aber das bekommen wir hin. So, let's go. Die erste
erste SBC ist erledigt von Mickey van der Ween. Wir bauen heute das bestmögliche Team auf. Mit Spieler-SBCs, mit Packs und vielem, vielem mehr. Die Packs würde ich jetzt nochmal abstoßen. Beziehungsweise natürlich nicht die Packs, sondern die Spieler. Und ich bin sehr gespannt, was für SBCs wir heute erledigt bekommen. Mickey van der Ween und Joao Neves sind damit schon mal die ersten zwei Spieler, die mehr oder weniger in unserem Team gesetzt sind. Und eventuell sollte ich auch das ein oder andere Trade-Pack ziehen, weil Münzen schaden natürlich auch nicht. Dann können wir uns da auch nochmal ein paar Karten kaufen. Ich habe hier das Premium-Schreibe-Geschichte Woche 2 Garantie-Pack und da ist einer garantiert drin. Dazu 20x83 plus und 2x88 plus und das Ganze ist tradable, wie gesagt. Von daher ab dafür. Wir schauen uns das an und wir ziehen eine Icon und einen türkischen ZDM von Borussia Dortmund. Natürlich Özcan mit einer 94 und dahinter ist noch ein tradable 89er Sanchez. Der kostet wahrscheinlich gar nichts, aber passt. Oh, okay. Vier Karten gezogen, dazu ein paar Walkouts. Alter, fünf Make-Your-Mark-Karten. Das ist krass. Sanchez, kostet der was? Nee, den werde ich abstoßen für 66k. Dann machen wir damit direkt richtig schön Cash und dann werde ich auch ja hier alles ab einem 84er Rating wahrscheinlich verkaufen. 83er können wir in den Verein packen, weil die kosten nicht viel, aber kann ich für SBCs verwenden und den Rest stoßen wir ab. Also damit sollten wir auf jeden Fall schon mal gut Coins machen. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Pack und deshalb probieren wir das Ganze jetzt ein weiteres Mal. Wieder 2000 Points, wieder Make Your Mark, Niederlande, ZM. Oh, hat er nicht eine 95? 92. Wie komme ich auf 95? Aber egal, es sind zwei. Und er sieht auch sehr, sehr stark aus und ist tradable. Und dahinter ist Kostic mit einem 94er Rating. Auch er sieht stabil aus. Ich habe keine Ahnung, was die kosten. Keine Ahnung. Aber ein bisschen was sollte doch da rumkommen. 60.000 Coins für den guten Kostic und... Ja, okay. Er kostet leider fast gar nichts. Aber ist okay. Damit machen wir auf jeden Fall unsere 200.000, 300.000 Münzen. Damit bin ich definitiv zufrieden. Das passt. So, ich habe noch nicht mal die Karten angeboten. Bin jetzt schon bei 72.000 Münzen. Dadurch natürlich, weil ich den guten Sanchez abgestoßen habe. Und wir haben hier noch einige Packs vor uns und auch noch einige Points vor uns. Wir hätten hier rein theoretisch auch noch das Fügung und Fantasie-Historie-Zugabe-Pack. Und wisst ihr was? Heute probiere ich es mal wieder. Zwei Future Stars, Fantasy, Ultimate Geburtstag, Heroes oder Icons. Das ist eigentlich ganz großer Quatsch. Aber ich ziehe dieses Pack einmal und lass mich überraschen. Es ist sogar noch ein... Warte mal. Das ist Nedved, aber das ist doch nicht der... War eher Future Star Nedved und... Sosa. Was ist das denn? Okay, ganz, ganz komische Sache. Ganz, ganz komische Sache. Van Nistelrooy ist die zweite Icon. Dementsprechend, ja, hätte ich mir wahrscheinlich sparen können. War aber, ja, geben wir es mal offen und ehrlich zu, vorher schon mehr oder weniger klar. So, damit ist die teuerste SBC von Mickey van der Ween abgeschlossen. Und ich sollte eigentlich erstmal richtig viele Inform-Picks machen, weil wenn wir heute noch weitere Spieler-SBCs abschließen wollen, dann brauche ich wahrscheinlich Informs ohne Ende. Und ich habe halt gar keine Informs. Man könnte natürlich auch auf dem faulen Weg hier diese Vorrat-Packs ziehen, aber 1000 Points und dann nur zwei Informs. Ich habe euch meine Meinung dazu schon mal in einem Account-Battle erzählt. Feiere ich nicht so. Feiere ich wirklich nicht so. Deswegen lassen wir das auf jeden Fall erstmal liegen und kümmern uns um ja die Team of the Week Picks. Und dafür ziehe ich am besten das 100x81 Plus Pack, weil dadurch hat man halt richtig viel Material, was man da rein knallen kann. Man hat nur 10% Chance auf einen Make Your Mark aus der Euro. Das ist krass, aber wir schaffen es einfach trotzdem. Wir sind einfach heftig. Ja gut, habe ich gesagt. Ja gut, jetzt habe ich aber Freunde. Wenn euch das Video gefällt und ihr weiterhin Bock habt auf FC24 Content, auch durch den Sommer durch, Daily Uploads jeden Tag, dann lasst an der Stelle auf jeden Fall einen Daumen nach oben da zum Supporten. Dafür, dass seit, ich glaube, 3 Monaten kein Upload mehr ausgefallen ist. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und dann grinden wir zusammen weiter das Spiel bis zu FC25. Und damit haben wir jetzt hier einiges an Futter bekommen. Und die ganzen Karten hier, die werden jetzt erstmal in richtig viele Team of the Week Picks geballert. Ich werde mir dafür, glaube ich, jetzt mal 10 Minuten nehmen. 10 Minuten in einer Stunde ist viel, definitiv. Aber umso mehr Inform-Picks, umso mehr kann ich abschließen. So, Freunde, da bin ich wieder. 10 Minuten waren es jetzt nicht. Ist ja aber auch besser so, wenn ich nicht ganz so lange gebraucht habe. Aber wir haben jetzt hier schon mal 4 Team of the Week Picks. Und danach muss ich tatsächlich wieder reingehen in Shop-Packs. Und ich muss auf jeden Fall mal meine Transferliste dann verkaufen. Die Karten habe ich ja auch noch am Start. Aber mit den Inform-Picks können wir
wir auf jeden Fall dann gleich auch die nächsten Karten abschließen. Hier soll am Ende ein richtig, richtig gutes Team zusammenkommen und gerne auch mal nochmal eine Karte über Packs. Let's go. Und dann gehen wir auch rein in die Packs, weil es sind 20 Minuten rum und ich habe erst 10.000 Points verzogen. Also wir müssen da mal ein bisschen Gas geben. Und ich gehe mal direkt ganz nach hinten zum 100x83 Plus Pack. 26%ige Chance auf eine Euro-Make-Your-Mark-Karte. Ist nicht viel, aber wir ziehen wenigstens einen aus der Copa America. Brasilien-Torhüter. Okay, es ist tatsächlich nur eine Karte drin. Das ist jetzt nicht so der Banger, aber es ist Suazo. Ein Linksverteidiger aus Chile, der sein Debüt noch nicht gemacht hat. Dementsprechend ist er auch noch nicht auf voller Chemie, aber ist ja auch ganz klar, die Copa America ist ja auch gerade erst losgegangen. Und mit den Duplikaten, die wir hier am Start haben, kann ich zumindest schon mal den guten Mickey Van de Ven fertig abschließen. Let's go, da ist er, der gute Mickey Van de Ven. Keine Ahnung, ob der in-game krass ist, aber die Stats sehen unfassbar aus. Er hat den Waschbär-Playstyle, also das ist eine unglaublich gute Karte, finde ich. Und der wird das Team auf jeden Fall richtig, richtig gut verbessern. Also da wird heute nicht nur ein teures Team bei rumkommen, sondern auch ein absolut spielbares. Das ist heute das Ziel in diesem Video. Und irgendwie müssen wir noch schaffen, den Flo Wirtz nach Hause zu holen. Das wäre natürlich der Jackpot. Aber mit dem Mann bin ich schon mal richtig zufrieden. Kann man auch als Linksverteidiger zocken. Und er sieht unfassbar aus. Also ich sehe hier eigentlich kaum Nachteile bei dem Kollegen. Wirklich eine crazy Karte. Dazu noch 1,93 groß. Hat er noch in der Luft. Das wäre krass. Ja, hat er. Wow. Und damit gehen wir wieder rein in den Shop, damit wir weitere, ja, teure SBCs erledigen können. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Futter. Haben wir hier noch irgendein Pack, was ich vielleicht übersehen habe? Ich sehe jetzt nichts allzu spektakuläres zumindest. Dann würde ich sagen, ziehen wir einfach das letzte 100x83 Plus Pack und dieses Mal bekommen wir nicht mal eine Spezialkarte. Ja, Ruben Dias 89er ist immerhin ein gutes Rating zusammen mit Alisson. Damit kann man arbeiten. So ist es nicht. Damit kann man arbeiten. Und damit gehen wir direkt rein in die nächste SBC. Ein absolut gehypter Mann, Arda Güler. Grüße gehen raus an alle türkischen Abonnenten von mir. Ist auf jeden Fall eine Maschine, der Mann. Und da gibt es dann auch immer die Diskussion, Arda Güler oder Musiala. Also für mich gibt es da ehrlich gesagt keine Diskussion. Aber jeder wie er will, ne? Jeder wie er will. So, Freunde, ich werde jetzt hier erstmal diese ganzen Tradable Packs wegziehen, die wir jetzt bereits über Spieler-SBCs und auch über Inform-Picks bekommen haben. Darüber hole ich mir dann auch schon mal die nächsten Coins. Damit sollten wir vielleicht an den 100k kratzen. Ich habe allerdings immer noch diese ganzen Karten auf der Transferliste. Darum werde ich mich direkt als nächstes kümmern. Ich muss Gas geben. Ich muss Gas geben. Die Zeit ist fast zur Hälfte vorbei. Wir haben aber noch nicht mal die Hälfte der Points weg und haben noch eine Menge zu tun. Die ein oder andere Karte habe ich schon fest im Kopf, die dann ins Team kommen wird am Ende. Aber da muss noch ein bisschen was erledigt werden. Da muss noch ein bisschen was erledigt werden, damit hier nach einer Stunde ein überragendes Team feststeht. Deshalb ab dafür. Alles wegskippen hier an Tradable Packs und alles discarden für schnelle Coins. So, Freunde, die Tradable Packs sind weggezogen. War wie erwartet absolut nichts drin. Damit geht's rein in die Transferliste und tatsächlich, wir sind fast bei 100.000 Münzen. So, die letzte Karte ist angeboten. 277.000 Münzen haben wir schon. Die ersten wurden auch schon verkauft. Da werden dann am Ende, ja, safe so 350k bei rumkommen. Richtung 400k wahrscheinlich eher. Und dementsprechend, wir gehen wieder rein in den Shop. Ich habe noch weniger als eine halbe Stunde. Die Hälfte der Zeit ist vorbei und ich habe noch viele Points am Start. Was ziehe ich als nächstes? Das Halbzeit-Premium-Pack ist definitiv ein Pack. Da kannst du easy mal eine Promokarte ziehen und man bekommt sehr viel Futter. Ich hoffe es zumindest. Es ist eine Make-Your-Mark aus der Euro. Portugal-Innenverteidiger. Okay, es ist leider nur eine Karte. Aber es ist eine Make-Your-Mark-Karte. Bitte nicht der Tscheche. Der hat mit einem 91er-Rating das niedrig bewertetste Rating. Es ist aber, ist das Trent? Oha, let's go. Trent Alexander Arnold, der sieht unfassbar gut aus. Ich habe keine Ahnung, wie viel der kostet, aber er sieht richtig stark aus. Kann man den auch als ZM zocken? Tatsächlich. Playstyles sind auch in Ordnung. Forster Skills, 5-Star Weakfoot. Meine Prediction preistechnisch, ich glaube, der ist gar nicht mal so krass teuer. Ich sag zwischen 300.000 und 400.000. Oder unterschätze ich das jetzt gerade? Ja, moin. 1 Million. Er kostet 1 Million. Top. Okay, da habe ich mich mal komplett verstanden.
unterschätzt. Ich meine, ja, er sieht unfassbar aus, kommt aus England, Premier League, Liverpool, ich hätte es wissen müssen. 55 Items, darunter 40 Duplikate. Ich bin erstmal wieder beschäftigt. Ich gehe rein in die Ada Güler SBC. Da ist das Ding. Ada Güler ist abgeschlossen mit einem saftigen 95er Rating und der hat auch wirklich gute Chancen, dass der auf ein 96er Rating hochgeht. Dadurch, dass er seine erste Kiste bereits gemacht hat. Ansonsten muss man, glaube ich, 5 Spiele machen und der hat doch im ersten Spiel bestimmt gespielt, oder? Wir schauen es uns an. Turnierdebüt hat er gemacht. Dann muss er 2 Tore oder Vorlagen. Da ist er jetzt bei einem und 5 Einsätze. Ob das klappt, ist natürlich eine andere Frage. Dafür müsste die Türkei ins Viertelfinale kommen. Aber dann hätte der Kollege einfach eine knackige 97. Das wäre wirklich der absolute Wahnsinn. Nice Karte, der nächste Spieler für unser Team. Und ich sehe gerade, wir sind bei fast 400.000 Münzen. Wir haben noch 25 Minuten Zeit. Ich habe noch die Hälfte der Points, Alter. Ich muss eigentlich noch eine dicke SBC angehen. So ein Garnacho vielleicht. 90er Team ist halt auch nicht ganz so einfach zu erledigen, aber würde man schon hinbekommen. Darwin Núñez ist halt auch sehr krass, aber der kostet halt nochmal eine SBC mehr. Es ist auf jeden Fall schwierig. 25 Minuten noch. Die Zeit rennt unfassbar. Wir ziehen erneut das Halbzeit-Premium-Pack. Gib mir wieder so einen Trend. Es ist wieder eine Make-Your-Mark-Karte. Deutschland, Torhüter, Ter Stegen. Oha, wir starten rein mit einem 95er Rating. Das ist ein Brett und dahinter Konaté. 97er Konaté. Das ist crazy. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso der überhaupt ein Upgrade bekommen hat, weil eigentlich wurde gesagt, dass man bei der Promo Spiele machen muss. Also der Spieler muss Spiele machen. Der hat aber noch nicht mal das Debüt gemacht, hat aber ein Upgrade bekommen für 2 Clean Sheets, aber er hat halt nicht mal gespielt, also das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, aber das ist eine der besten Innenverteidigerkarten im Game und ich glaube, der ist sogar extinct. Junge, bei wie viel ist der bitte extinct? Der muss so unfassbar teuer sein, also wirklich unfassbar teuer. Der Mann kostet, wie viel kostet er? Er ist bei 1,9 Millionen Coins extinct. Ter Stegen ist auf jeden Fall auch eine coole Karte. Also, bei dem bin ich mir auch ganz sicher, der wird sein Debüt nicht machen, diese EM. Aber ich nehme ihn trotzdem sehr, sehr gerne mit. Also, das steht außer Frage. Und jetzt haben wir hier wieder einiges an Futter. Und damit können wir wieder reingehen in irgendeine SBC. 24 Minuten habe ich noch. Ich muss mir erstmal mein Team anschauen und jetzt überlegen, was für eine SBC ich mache. So, ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden, Garnacho abzuschließen. Der hat ein 96er Rating. Man muss 4 Teams abgeben. Das ist auf jeden Fall nicht so viel. Aber er ist trotzdem sehr, sehr teuer. Aber das sollten wir auf jeden Fall gestemmt bekommen. Ich habe aber gar nicht mal mehr so viel Futter im Verein, muss man sagen. Deshalb werde ich jetzt hier erstmal bei Garnacho so weit weitermachen, bis es halt nicht mehr weitergeht. Oder ich mache ihn einfach direkt fertig. Aber 96er Garnacho, das ist eine crazy Karte und da braucht man auch nicht so viele Informs, wenn ich es richtig gesehen habe. Dementsprechend gehen wir da jetzt voll rein. So, die nächste SBC ist abgeschlossen. Ich muss jetzt den Sosa kaufen für 23.000 Münzen. Gerade die High-Rated-Karten sind echt ziemlich heftig gestiegen, muss man sagen. Aber das passt. Liegt auch einfach, glaube ich, daran, man zieht halt wirklich nicht so unfassbar viele hochbewertete Karten aktuell aus den SBC-Packs und so weiter und so fort. Deswegen sind die echt teuer geworden. So Team of the Season-Zeit hat man alles hinterhergeworfen bekommen, aber aktuell ist das eher schwierig, würde ich mal behaupten. So, hier brauchen wir jetzt einen Inform. Einen habe ich noch, das sollten wir auch hinbekommen. Eventuell muss ich jetzt hier aber auch schon wieder 1, 2 Karten kaufen. So, Kevin De Bruyne gekauft, 22.000 Münzen ausgegeben. Nächste SBC von Garnacho abgeschlossen. Junge, das Team wird heute so heftig. Es wird so, so heftig. Und tatsächlich fehlen mir jetzt schon wieder Informs. Informs sind aber unfassbar teuer. Trotzkarten sind noch viel teurer. Deswegen, eigentlich wollte ich es nicht machen. Aber da die Zeit auch unfassbar rennt und ich noch so viele Points habe, gehe ich jetzt rein und beiß in den sauren Apfel, kauf mir jetzt hier vielleicht sogar 2 Inform-Packs und da kommen halt nicht mal die guten raus. Also eigentlich übertrieben unnötig. Also das ist wirklich nicht gut. Nehmt euch da kein Beispiel dran. Das sind die schlechtesten Packs, die ihr ziehen könnt. Aber fürs heutige Video ist es wichtig, dass wir da durch schnellsten Wege an ein paar Informs kommen. Und dadurch spare ich mir halt gerade auch wirklich unfassbar viel Zeit, muss man sagen. Der Garnacho ist so gut wie abgeschlossen. Wir können wieder Packs ziehen. Haben hier aber auch gar nicht mal mehr so viel Stuff am Start. Schwierig, was man da zieht. Man könnte das hier probieren, aber das klingt halt auch echt nicht so gut. Dann lieber nochmal das 100x81 Plus ballern. Wir gehen rein.
Keine Make-Your-Bar-Karte, schade, aber Futter sollte bei rumkommen und das ist das Wichtige. So, let's go. Garnacho ist damit abgeschlossen. Damit haben wir Garnacho abgeschlossen, Van de Ven abgeschlossen, Ada Güler abgeschlossen. Also SBC-technisch ist es heute ein richtig, richtig gutes Video. Was für Spieler-SBCs wir heute schon mitgenommen haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Und ich gehe direkt rein in die nächste Spieler-SBC. Ich habe mir da nämlich schon einen rausgesucht. Ich werde nämlich Trent Alexander-Arnold im Mittelfeld spielen und dadurch können wir von den Österreichern den guten Posch als Rechtsverteidiger verpflichten. Für den muss man nämlich nur ein 84er Team abgeben, das ist wirklich geschenkt. Man muss da, glaube ich, eine Serie A Karte abgeben. Ja, und ein Inform. Also das ist wirklich, wirklich günstig. So, da ist das Ding. Geben wir ab und holen uns unseren neuen Rechtsverteidiger. Posch ist am Start von Österreich. Österreich hat ja, die ersten Punkte auch erst geholt und das ziemlich souverän. Und der Posch, der wird sich super machen als Rechtsverteidiger, ist dadurch auch schon automatisch auf der vollen Chemie. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, 15 Minuten noch. Ich habe noch 3 Karten offen. Zum Team Reveal kommen wir dann, wenn die Stunde vorbei ist, im Account Battle Style auch hier in diesem Video. Aber die Frage ist, ja, was nehme ich jetzt noch mit? In den letzten 15 Minuten bekomme ich überhaupt meine Points noch runter? 13.000 habe ich noch, aber ich habe auch schon die allergrößten Packs verzogen. Also das wird auf jeden Fall noch eine enge Kiste. Aber das sollte eigentlich sehr, sehr stark werden. Wir haben auf jeden Fall auch noch ziemlich viele Coins auf der Uhr. Damit können wir uns dann im Notfall auch noch die passenden Karten kaufen und ich sehe mich da auf jeden Fall bei zumindest einer richtig, richtig guten Karte für einen teuren Preis. Also ja, wir müssen Gas geben, vor allem wenn ich noch eine weitere Spieler-SBC abschließen will. Aber wir bekommen das hin. Wir bekommen das hin. So, der Shop wird aktualisiert. Zeig her, was haben wir noch offen? Wir hätten nochmal dieses Icon-Pack. Man bekommt dadurch halt garantierte High-Rated-Karten. Aber sonst ist das nicht so gut. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt noch 10x84-Plus-Packs. Die sind nämlich tradable. Und wenn wir da was ziehen, dann kann sich das richtig lohnen. Aber wir müssen halt auch was ziehen. Dementsprechend weiß ich gerade auch gar nicht, ob ich dann noch eine Spieler-SBC anfangen werde. Kommt ganz drauf an, wie high-rated die Karte sein muss, beziehungsweise die SBC natürlich. Aber das Pack werde ich jetzt einfach ein paar Mal ziehen und die Karten dann auch direkt verkaufen. Aber wie ihr sehen könnt, so mega viel kommt da gar nicht bei rum. Das ist ja wirklich richtiger Müll eigentlich. Warte mal, was war denn das gerade, was ich gezogen habe? Das war doch 10x84+, oder nicht? Warte. Ah, nee, ich habe das Doppel-86-Plus gerade gezogen. Das ist eigentlich wirklich ziemlicher Müll. Wo ist es? Das hier wollte ich eigentlich ziehen. Das 10x84-Plus natürlich. Aber auch hier keine Promokarte drin. Aber egal, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich muss mich beeilen. Und drin ist Pop. Und sonst nur 84er und eine 85. Wow. Aber wir verkaufen trotzdem alles. Die extra Coins nehme ich natürlich trotzdem sehr, sehr gerne mit. So, da sind wir wieder. 11.000 Points noch. Nächstes Pack. Ich werde die jetzt so lange ziehen, bis da eine Promokarte bei rauskommt. Das kann nicht sein, dass wir jetzt die ganze Zeit diese Tradable-Dinger ziehen und da dann nie eine Promokarte bei rauskommt, oder? Das kann wirklich nicht sein. So, ich habe halt noch 800 Points und das nervt mich unfassbar. Ich will hier am Ende auf eine gerade Zahl wiederkommen. Deswegen ziehe ich jetzt nochmal für 500 Points das hier und dann noch für 300 250er Packs. Ich weiß, das ist absolut unnötig, aber es muss einfach sein. Es muss einfach sein. Ein paar von euch werden das mit Sicherheit verstehen. Ich kann da oben nicht 100 Points übrig lassen. Das würde mich unnormal triggern. So, jetzt bin ich auf einer geraden Zahl. 9.000 Points. Und jetzt müssen wir auch wirklich weiter Gas geben. Hier mit den 10x84-Plus-Packs. Abfahrt. Warum kommen da keine Karten raus? Wirklich. Nur weil es tradable ist. Wirklich. Es ist nur, weil es tradable ist. Aber gut, Kane ist auf jeden Fall ein stabiles Rating. Nochmal ein paar extra Coins. Also, wir können uns da gleich noch richtig teure Karten am Ende kaufen. In den letzten 10 Minuten muss ich jetzt aber wirklich richtig, richtig Gas geben. So, weiter geht's. Nächstes, 1500, 10x84+. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, da eine Karte zu ziehen. Aber wenigstens mache ich dadurch wirklich nochmal richtig, richtig viele Coins. Das ist auf jeden Fall gut. Wir sind mittlerweile bei 543.000. Eins kann ich davon noch ziehen für 1500. Kein einziger Eventspieler drin gewesen. Also ganz klare Empfehlung, dieses Pack nicht zu ziehen. Generell
keine Points aufladen, Freunde, ist immer noch das beste RTG auf die 1, ihr wisst, wie es läuft. So, die Zeit rennt weiterhin. Jetzt haben wir das halt weg. Was haben wir hier noch? Ich würde fast sagen, wir probieren es noch einmal mit dem Icon Pack und den Rest stecken wir hier in die 100x81 Plus Packs und wir ziehen tatsächlich nochmal eine Copa America Karte und einen deutschen Stürmer, Alexandra Popp. Ziehen wir zusammen mit Copa America Rodrigo. Gibt es eigentlich noch andere krasse Karten aus Copa America? Gibt es safe, aber mir fällt gerade keiner ein. Und das ist Murillo mit einer 92. Der ist es nicht. Mit dem könnte ich vielleicht nochmal in eine SBC reingehen. Ich werde jetzt aber erstmal alle Packs wegziehen, beziehungsweise alle Points weg. Das heißt, ich kann jetzt noch einmal das hier ziehen. Okay, ich habe hier immer noch Duplikate. So, jetzt aber. Shop wird aktualisiert. Jetzt kann ich noch einmal das hier ziehen und dann beenden wir das Ding mit dem Hero oder Icon Pack. Ich weiß auch gar nicht, was da das Beste ist, was man ziehen kann. Wahrscheinlich ein Pelé, Birthday oder so. So, 7 Minuten noch. Ey, die Zeit, die ist so unfassbar am Ticken. Wir gehen rein. Letztes Pack, 2500 Points für... Wir ziehen eine Make Your Mark Karte. Niederlande, Stürmer, Icon. Achso, ja, eine Icon ist ja hier klar. Van Nistelrooy wieder, aber noch eine Make-Your-Bar-Karte. Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet und das ist wieder Ter Stegen. Hat aber wieder eine 95 und ist dafür super für eine weitere SBC. Allerdings, ja, die Icons kann man ja mal komplett in die Tonne ballern. Aber jetzt kann ich noch schnell reingehen in irgendeine etwas teurere SBC, beziehungsweise in irgendeine SBC. Sagen wir es mal lieber so. So, ich habe mich jetzt für Toney als Stürmer entschieden. Das ist nämlich eigentlich auch nochmal eine relativ coole Karte mit relativ guten Stats. Und die letzten 5 Minuten sind losgegangen. Deswegen, ob ich es schaffe, den ab zu schließen und was das Team dann am Ende des Tages geworden ist, das seht ihr, wenn die Zeit vorbei ist. Wir sehen uns gleich wieder. 3, 2, 1 und die Zeit ist vorbei. Ich war aber schon 30 Sekunden bzw. ein bisschen länger vorher fertig und damit kommen wir zum Team Reveal und dieses Team ist wirklich unfassbar geworden, Freunde. Wir starten rein. Wir starten mit der günstigsten Karte des Teams. Das war eine SBC. Vielleicht kann sich der ein oder andere von euch auch schon denken. Aus der Serie A, der Rechtsverteidiger Posch. 93er Karte, Forster Skills, 5-Star Weakfoot, gute Playstyle, kostet 45.000 Münzen und wir bleiben auch nicht lange bei unter 100.000 Münzen. Da kommt nur noch eine weitere Karte rein. Ich muss auch sagen, ich habe noch 82.000 Münzen, soweit ich weiß. Also, ja, da ist sogar noch einiges übrig geblieben. Ich wollte aber unbedingt den guten Maximilian Mittelstädt an Bord holen. 74.000 Münzen kostet er aktuell. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass der im Laufe des Turniers noch steigen wird, dadurch, dass der schon einmal Clean Sheet bekommen hat. Einmal wird Deutschland noch zu 0 spielen, hoffe ich zumindest. Und dann hat er eine 94. Und die 5 Einsätze wird er auch schaffen, sage ich. Dann hat er eine 95. Also da mache ich mir keine Sorgen erstmal. Da mache ich mir erstmal keine Sorgen. Und damit geht es direkt rein auf über 100.000. Eine weitere SBC ist da am Start. Ihr habt es noch gesehen. Natürlich habe ich es geschafft, ihn abzuschließen. 159.000 Münzen für Toney. Der ist auf jeden Fall auch richtig, richtig gut. Und eine weitere SBC. Heute war so eine SBC-Edition am Start. Weiß nicht, ob ihr das gefeiert habt oder ob ihr lieber die Gamble-SBCs sehen wollt in nächster Zeit wieder. Aber heute wollte ich mal nur auf die teuren Spieler-SBCs gehen. Arda Güler für 172.000, ein 95er Rating mit 5-Star Skills und 4-Star Weakfoot. Also das ist Wahnsinn. 19 Jahre jung und schon eine 95er Karte in FC24. Wild. Damit machen wir den nächsten Sprung. Und damit kommen wir auch schon wieder zu einer SBC. Ganz klar, das ist der Niederländer. Mickey van de Ven. Die Karte ist eigentlich für 210.000 Münzen wirklich geschenkt und ich bin hart am überlegen, ob ich den nicht auch auf meiner RTG abschließe. Ich weiß allerdings gar nicht, wie lange der noch läuft, aber 93 Tempo, 95 Verteidigen, 93 Physis, das ist sehr, sehr wild. 210.000 Münzen kostet der Mann. 5.000 mehr kostet der Spieler im Mittelfeld. Das ist Joao Neves. Sieht auf jeden Fall auch knackig aus. 4-Star Skills, 4-Star Weakfoot. Die Playstyles gefallen mir sehr, sehr gut. Und ansonsten natürlich all in all eine super Karte. Plus Freistöße. Kann der Mann nicht schießen für 215.000. Damit machen wir den ersten richtig großen Sprung. Nee, Freunde, ich habe was vergessen. Ich habe einfach unseren Torhüter vergessen. Unser zweiter Mann in der deutschen Nationalmannschaft, Ter Stegen. 118.000 Münzen hat er gekostet. Den haben wir sogar zweimal gezogen mit einem 95er Rating. Auf jeden Fall ein super Torhüter. Und damit machen wir jetzt wirklich einen großen Sprung nach vorne. Denn wir holen uns eine Karte rein. Die habe ich kurz
vor knapp noch gekauft. Und zwar aus Georgien. Und da klingelt es wahrscheinlich schon bei den meisten. Gvaraj Kelja, Path to Glory, war die Karte, die preistechnisch am besten reingepasst hat. Ich hätte, wie gesagt, nochmal 82.000 Münzen mehr ausgeben können, aber mir hat da nichts so richtig gut gefallen. Ich wollte unbedingt eine Karte aus der EM-Promo mitnehmen. Ja, der macht hier jetzt so ein bisschen das Ding kaputt, weil hier nur Make-Your-Mark-Karten drin sind, aber es ist trotzdem eine überragende Karte und durch unseren linken Flügel wäre ein Full-Make-Your-Mark-Euro-Team ohnehin nicht möglich gewesen, denn Alejandro Garnacho kommt jetzt auch noch mit rein. Die Karte ist halt auch wirklich unfassbar gut. 465.000 Münzen kostet er und damit kommen wir zu unseren beiden letzten Spielern und das sind auch die zwei teuersten natürlich und beide kommen von Liverpool. Einmal der englische ZM, Trent Alexander-Arnold, spielt auch in der englischen Nationalmannschaft immer mal wieder im Mittelfeld und die Karte ist wirklich heftig. Schießen kann halt nicht so gut. Abschluss 75 gefällt mir nicht so, aber trotzdem kostet er wie gesagt knapp 1 Million Coins und damit holen wir uns die letzte Karte hier rein und der könnte sogar noch teurer sein als das, was mir hier angezeigt wird, denn er ist einfach extinkt. Ihn gibt es nicht auf dem Markt. Kona T 97er, 1,9 Millionen Coins, extinct. Das ist schon wirklich der Wahnsinn, aber ich meine, das ist auch eine der besten Karten im Spiel. Was die Innenverteidiger angeht, 97 Defensive, 97 Physis, dazu Waschbär, Grätschen und in der Luft. Also bessere Playstyles kannst du als Verteidiger, glaube ich, fast nicht haben. Ich hätte vielleicht noch Schocke statt Grätsche genommen, weil Grätsche ist jetzt nicht so mein Ding. Aber das Team steht, es kostet 4,77 Millionen Coins. Unfassbar, was wir hier heute rausgeholt haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, checkt hier noch unbedingt ein aktuelles Video ab und dann sehen wir uns natürlich morgen wieder zur nächsten RTG-Folge. Macht's bis dann gut, haut rein und ciao.